viel Zeit auf dem Wasser, ist das alles andere irgendwie weg, ne? Da bin ich nur mit den Elementen. Das ist geil. Ich habe ein Faible, was Boards angeht. So. Also ich habe mein erstes Kiteboard mit 14 gebaut. Zwölf Jahre später eröffnet der gelernte Bootsbauer zusammen mit seinem Freund Gerrit seine eigene Bordbauwerkstatt. Ja, und ein bisschen geht noch, ne? So, das ist so ein Gefühl, als würde das leicht durchbiegen, so wie so eine gekochte Spaghetti. In zwei Tagen vom Holzklotz zum Kiteboard. In Handarbeit für 650 Euro. Wir müssen schon vernünftig kalkulieren, wir müssen schon auch einen reellen Preis nehmen. Und es klappt bisher zum Glück ganz gut, dass wir wirklich Kosten auf jeden Fall decken können. Der Spaß am Austausch mit anderen Kitern, ihre größte Motivation. Schon Wochen vorher enge Absprachen mit jedem Teilnehmer. Welche Fahreigenschaften muss das ganz persönliche Board haben? Es sollte nicht zu starken Rocker, also nicht zu starke Biegung haben, sodass man genug Kante kriegt. Es sollte außerdem schon leicht sein. Da ich früher ein schweres Board hatte, davon habe ich immer Knieschmerzen bekommen, wenn ich das hochgezogen habe. Ja, und es sollte natürlich auch gut aussehen. Kantenschwung, Flexibilität und Größe. All das arbeiten Jannik und Gerrit zusammen mit den Kitern aus einem Stück Paulonia-Holz heraus. Feuchtigkeitsabweisend, leicht und trotzdem stabil. Das perfekte Material auf dem Wasser. Am Anfang war es eine Herausforderung tatsächlich. Einfach weil man viele Sachen, die man normalerweise bei Kollegen voraussetzen kann, natürlich von Grund auf neu erklären muss. Aber es macht Spaß. Den drücken und dann den hier verriegeln. Bilddruck, Naturholz oder Sprühkunst als Design. Alles ist hier möglich. Der Unterschied zu immer gleichen Standardboards aus den Regalen der Kite-Industrie. Ja, nice. Im Prinzip sind wir keine Konkurrenz, weil wir machen was komplett anderes. Also wir verkaufen ja keine fertigen, industriell gefertigten Bretter, sondern wir arbeiten mit Leuten, die teilweise eigene Ideen haben und selber was umsetzen. Die Szene ist da sehr freundschaftlich, sehr Hand in Hand. Da wurden uns schon an verschiedenen Stellen wurde uns Hilfe angeboten, wir haben anderen geholfen. Man redet nicht schlecht übereinander, über andere. Also gibt auch überhaupt keine Gründe. Das Tagesziel, die sogenannte Hochzeit. Holzbrett und Farbkunst werden mit viel Harz und Glasfaserfolie für immer miteinander verbunden. Gib ihn. Mit einer Vakuumpumpe ziehen die Bordbauer über Nacht die letzte Luft aus der oberen Hülle. Und dann heißt es, schleifen, lackieren und warten. Erst wenn alles trocken ist, geht's aufs Wasser. Dafür bauen sie ja die Boards, für den ganz persönlichen Spaß beim Kitesurfen.